Ja, guten Tag, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Und ich muss klar feststellen, diese Bundesregierung ist nicht gut auf eine zweite Welle der Pandemie vorbereitet. Sollte es in den kommenden Wochen erneut zu Einschränkungen für die Bevölkerung kommen, muss es doch besser laufen als beim ersten Mal. Und wir müssen feststellen, wir haben nicht nur eine drohende Pandemiewelle, sondern wir haben auch eine drohende Krise, praktisch eine zweite Welle der Krise. Es drohen Massenentlassungen in allen Branchen. Kurzarbeitergeld bildet zwar noch einen Damm, aber die Angriffe auf die Beschäftigten laufen längst. Es drohen Insolvenzen, Standortschließungen, Verlagerungen und massiver Stellenabbau. Ich weiß aus meiner Region im Südwesten, dass es namhafte Zulieferer gibt, die planen, 30-40% ihres Personals abzubauen. 30-40%, das ist fast jede dritte Stelle. Oder mehr als jede dritte Stelle. Also hier haben wir wirklich ein großes Problem vor uns, dem sich die Bundesregierung stellen muss. Es geht nicht mehr nur um die Rettung der Betriebe, sondern um Beschäftigungssicherung. Es geht darum, dass wir die Menschen schützen vor Standortverlagerungen und dem Verlust ihrer Existenz. Das betrifft nicht nur Beschäftigte, betrifft auch viele Solo-Selbstständige, Kleinunternehmer und andere Gruppen der Bevölkerung. Sprich, wir brauchen dringend ein zweites Konjunktur- und Investitionspaket. Verschiedene Dinge des ersten dürfen nicht beendet werden. Die dürfen nicht einfach auslaufen, weil sie viele Betriebe an den Rand ihrer Existenz drängen. Aber wir brauchen ein zweites Investitionspaket. Wir brauchen mehr Ehrgeiz bei Beschäftigungssicherung und, wie gesagt, Schutz vor Verlagerungen. Zweitens müssen wir glotzen statt klatschen. Es braucht eine Personaloffensive für die Pflege. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Da ist nichts getan worden, um die Personalnot zu beseitigen und die schlechte Bezahlung des Personals zu verbessern. Ich glaube, die Pflegekräfte haben auch so einen Kropf, dass man sie praktisch im Bundestag offiziell beklatscht hat und im Konjunkturprogramm war für sie nichts vorgesehen. Weder bessere Bezahlung, und bessere Bezahlung hat ja auch was damit zu tun, diesen Beruf attraktiver zu machen, damit mehr Leute zurückkommen, in den Pflegeberuf wieder einsteigen und dort arbeiten. Drittens, wir müssen Kitas und Schulen besser unterstützen. Kinder und ihre erwerbstätigen Eltern müssen stärker entlastet werden. Das ist eines der Hauptprobleme, wenn man mit Eltern redet, die Kinder haben. Die Notbetreuung muss ausgeweitet werden. Wir dürfen aber all diese Maßnahmen nicht auf dem Rücken der Erzieherinnen und der Lehrer und Lehrerinnen austragen. Man muss eine Entflechtung der Jahrgangsstufen machen. Dann haben wir erlebt, wie miserabel viele Schulen auf den digitalen Umbruch, auf die digitalen Herausforderungen vorbereitet sind. Hier hat die Bundesregierung schlicht ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Entschuldigen Sie dieses Wortspiel, aber tatsächlich dreht sich's drum. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht jetzt praktisch konzentrieren auf eine verkürzte Debatte über Maskenpflicht und Obergrenzen bei Partys und ähnliche Dinge. Ich glaube, die Herausforderungen sind größer und grundsätzlicher, denen sich die Bundesregierung stellen muss. Und es wird natürlich unweigerlich die Frage aufkommen, wer soll die ganzen Kosten dieser Maßnahmen bezahlen? Natürlich wird die Bundesregierung versuchen, das noch über die Bundestagswahl hinweg zu drücken, ja, also sich nicht mehr vorher in den Wahlkampf reinziehen zu lassen. Aber erste Stimmen kommen ja schon von der Union, dass man nicht immer noch mehr Staat machen kann, weil man es nicht bezahlen kann. Man kann das bezahlen, wenn man ein gerechtes Steuersystem macht und wenn man Reiche und Vermögende endlich stärker besteuert, um die Kosten, die unweigerlich anfallen, dieser verschiedenen Programme gerecht praktisch zu verteilen und nicht wieder wie bei jeder Krise die Erwerbslosen, die Beschäftigten, die Rentner und Rentnerinnen und vielleicht auch kleine Selbstständigen die Leidtragenden der Krise sind. Das muss verhindert werden. Und ich glaube, dass wir schon erste Auseinandersetzungen haben um die ganzen Lohnrunden, da komme ich gleich noch drauf.
In dieses Paket von uns gehört auch diese Forderung nach der Vier-Tage-Woche oder nach Arbeitszeitverkürzung und gerechter Verteilung der Arbeit. Gerade in der Krise gibt es gute Argumente zu sagen, man tut lieber Arbeit umverteilen und auf alle Hände und Köpfe verteilen, als dass ich die Arbeitszeit für mehr und mehr Menschen auf 0 Stunden verkürze, indem sie erwerbslos werden. Das ist nämlich die Alternative dazu. Und dafür brauchen wir Arbeitszeitverkürzung. Das ist natürlich in vielem Sache der Tarifpartner. Es ist ja gut, dass der IG Metall-Vorsitzende jetzt diese Idee auch aufgegriffen hat und in die Debatte eingebracht hat. Aber wir brauchen auch eine Unterstützung der Politik. Und deswegen fordern wir die Bundesregierung auf, ein Wahlarbeitszeitgesetz vorzubereiten, das den Rahmen für eine generelle Verkürzung der Arbeitszeit bei Lohnausgleich absteckt und die dabei notwendige Flexibilität im Interesse der Beschäftigten ermöglicht. Wir schlagen vor, Wahlarbeitszeiten zwischen 28 und 35 Stunden für Vollzeitbeschäftigte und gleichzeitig einen Mindestarbeitszeitanspruch von 22 Stunden die Woche. Wir haben nämlich nicht nur praktisch strukturelle Überbeschäftigung, sondern in vielen Bereichen strukturelle Unterbeschäftigung. Nach wie vor werden bei H&M eben nur 10-Stunden-Verträge abgeschlossen oder in erster Linie. Nach wie vor haben wir eine Menge Mini- und Midi-Jobs und eine totale Zerfurchung, ja, kann man sagen, ja, praktisch der Arbeitszeitsysteme. Deswegen, wer will, hat den Anspruch, mindestens 22 Stunden zu arbeiten, ist damit gut sozialversichert und die Menschen haben eine Chance, was zu tun für ihre eigene Existenz und für ihre Rente. Dazu brauchen wir im Übrigen eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes. Weil wir haben doch auch das Problem, dass wir über 2 Milliarden Überstunden haben. Das entspricht über 1 Million Vollzeitarbeitsplätze. Und gleichzeitig die Hälfte dieser Überstunden wird nach wie vor nicht bezahlt. Das ist ja eigentlich ein Skandal an sich, dass die Leute gezwungen werden oder es vielleicht sogar noch freiwillig tun, ihren Arbeitgebern Arbeitszeit zu schenken. Und gerade in der Zeit der Krise, wo es Arbeitsplatzabbau gibt, wäre es viel wichtiger, die Überstunden abzubauen und neue Stellen zu schaffen. Ganz klar, die konkrete Ausgestaltung erfolgt durch die Tarifpartner. Auch der Kampf um die Arbeitszeit kann man nicht stellvertretend im Parlament führen, aber man kann einiges dafür tun, um das zu befördern. Und ich will noch grundsätzlich sagen, die Arbeitszeitbedürfnisse vieler Menschen haben sich ja geändert. Gerade jetzt auch in der Corona-Krise ist das nochmal deutlich geworden. Mehr junge Leute wollen stärker Arbeit und Leben in Übereinstimmung bringen. Insbesondere viele Frauen wollen kürzer arbeiten oder die unfreiwillig in Teilzeit arbeiten, wollen auch länger arbeiten. Aber sie wollen nicht, dass die ganze Familienarbeit bei ihnen liegt. Die ganze Erziehungsarbeit und Reproduktionsarbeit. Und insofern könnte man tatsächlich ein neues Arbeitszeitsystem finden, das stärker den Lebensphasen der Menschen angepasst wird. Wir sind so reich und haben so eine hohe Produktivität, es muss sich nicht das ganze Leben um die Arbeit drehen, sondern die Arbeit kann auch so organisiert werden, dass sie sich ums Leben dreht der Menschen. Das wäre eine Vision, um die man kämpfen kann, Gewerkschaften, Linke, Sozialverbände, viele Gruppen in dieser Gesellschaft. Und man hat gesehen, dass man viel Zustimmung von den Menschen dafür bekommt. Damit schließe ich gleich an die anstehende Tarifrunde für den öffentlichen Dienst. Heute gibt es noch mal Sondierungsgespräche. Morgen will die Gewerkschaft Verdi ihre Tarifforderung aufstellen. Und ich finde, dass Verzicht, Lohnverzicht jetzt und Gürtel enger schnallen im öffentlichen Dienst das falsche Signal wäre. Es ist jetzt genug geklatscht worden. Jetzt müssen dem Klatschen Taten folgen und die Menschen in der Pflege, die Erzieherinnen und Erzieher, die Menschen im
im Bereich der Ver- und Entsorgung und des öffentlichen Nahverkehrs haben bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen dringend verdient. Und ich weiß, dass es für die Gewerkschaften gar nicht leicht ist, unter diesen Bedingungen Arbeitskämpfe zu führen. Aber es sieht alles danach aus, dass die Arbeitgeber sie in einen Konflikt zwingen wollen. Sie wollen die Gewerkschaften vorführen. Sie haben schon abgelehnt, die Tarifrunde auf das nächste Jahr zu vertagen, weil sie meinen, die Zeiten wären jetzt günstig für Nullrunden und die Menschen sollen doch froh sein im öffentlichen Dienst, dass sie jetzt ihren Arbeitsplatz haben und vieles andere mehr. Das ist ganz falsch. Sondern richtig ist, die Berufe aufzuwerten, sie ordentlich zu bezahlen, Investitionen im öffentlichen Sektor zu erhöhen und dadurch auch mehr Arbeitsplätze zu schaffen in Pflege, Bildung, Erziehung, Nahverkehr und vielen anderen Bereichen. Das würde im Übrigen das Land krisensicherer machen und den Wohlstand für alle erhöhen. Letzter Punkt. Einschüchterungsversuch der Hohenzollern, ganz anderes Thema, vor Gericht erfolglos. Es kommt eine gute Nachricht aus Brandenburg. Die Hohenzollern haben in Berlin einen Unterlassungsantrag gegen eine Aussage der Vorsitzenden unseres Brandenburger Landesverbandes gestellt und sind damit vorerst gescheitert. Anja Meyer hatte ihre kritische Haltung darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Hohenzollern massiv mit Abmahnungen und Gerichtsverfahren gegen Äußerungen vorgehen. Sie wissen, da ging es um die Entschädigungsansprüche dieses Adelsgeschlechtes. Klageversuche gegen solche Meinungsäußerungen sind ein Risiko für die demokratische Debatte. Sie bergen die Gefahr, dass Einzelne sich nicht mehr trauen, zulässige Kritik in der Öffentlichkeit zu äußern. Anwaltsschreiben dieser Art bergen das Risiko, wichtige Diskussionen im Keim zu ersticken. Auch wenn die Entscheidung noch nicht rechtskräftig ist, ich sehe in der Abweisung des Antrages durch das Gericht ein gutes Zeichen. Die Entscheidung stärkt die öffentliche Debatte, eine Debatte, die in Brandenburg auch über die Volksinitiative Keine Geschenke den Hohenzollern weitergeführt wird. An dieser Stelle rufe ich deshalb noch einmal alle Brandenburgerinnen und Brandenburger auf, die Volksinitiative zu unterstützen. So, jetzt die Fragerunde eröffnet. Ich habe auch zwei Fragen digital bekommen, aber erst einmal die, die physisch anwesend sind. Frau Lehmann. Ich hätte eine Nachfrage zum Kurzarbeitergeld. Sie kritisieren den mangelnden Ehrgeiz bei der Beschäftigungssicherung. Die Verlängerung, die jetzt im Raum steht, die schon vorgeschlagen eingeführt und morgen diskutiert werden soll, ist Ihnen das zu wenig oder wie bewerten Sie das? Die Verlängerung ist vollkommen richtig und dringend geboten. Das unterstützen wir ohne Wenn und Aber. Nach wie vor kritisieren wir, dass das Kurzarbeitergeld für viele Gruppen zu niedrig ist. Also gerade die Menschen im Einzelhandel oder in der Logistik, die geringe Löhne haben, sind mit dem Einstieg von 60% nicht, fahren damit nicht gut. Also damit kommen sie kaum über die Runden, wenn sie eben nur 1300 oder 1400 Euro netto haben, was für eine Verkäuferin in Vollzeit schon ganz gut ist. Und davon 60%, das ist einfach deutlich zu wenig. Also wir haben gesagt, man muss einfach in der Regel für solche Gruppen 90% machen. Das Zweite ist, ich war jetzt erneut auf einer Demonstration, erst bei den Schaustellern und dann jetzt bei diesen Technikern, die die ganzen Veranstaltungen für die Künstler machen. Also für so Events, denen es ganz schlecht geht. Aber dort haben sie doch gar keine Chance, einen Tarifvertrag zu kriegen, wo die Arbeitgeber irgendwie aufzahlen können auf 80 oder 90%. Gerade dort, wo die geringsten Löhne bezahlt werden, haben wir keine Tarifverträge, die Aufzahlungen beinhalten. Und dann wird es für die Beschäftigten ungeheuer eng. Also Kurzarbeitergeld, wie gesagt, die Verlängerung ist dringend notwendig, aber es wäre auch zu kurz gegriffen, dass wir die Beschäftigung auf längere Zeit nur mit der Verlängerung der Kurzarbeit sichern. Wir brauchen eben weitere Maßnahmen. Die habe ich ja ein bisschen angedeutet und genannt. Ja, Thomas Feldberg, ich habe eine Frage zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Die Linke hat sich ja am 20.06.
mit der gleichen Argumentation wie in Hubertus Heil das bedingungslose Grundeinkommen ab. Warum wollen Sie das? Wir haben uns ja dann noch nicht dafür entschieden oder auch nicht dagegen, sondern wir haben ausgemacht, dass wir nach der Bundestagswahl einen Mitgliederentscheid über diese Frage machen. Also wir haben in der Partei ungefähr, würde ich mal sagen, geht es so ein bisschen halbe-halbe. Insbesondere die Gewerkschafter in der Partei haben große Bedenken, dass man nicht 1200 Euro durchkriegt, sondern viel weniger und es dann nichts anderes ist wie ein Lohnkostenzuschuss für die Arbeitgeber. Oder befürchten auch, dass wenn man praktisch 1 Billion umverteilen muss, das muss man ja ungefähr, dass man damit vielleicht mehr machen könnte, als jedem einen Scheck über 1200 Euro im Monat zu geben. Andererseits sind eben die dafür sind, dafür, weil sie sagen, okay, wir müssen gucken, dass die Menschen nicht in existenzielle Not fallen. Ich glaube, dass unser Kompromiss ganz gut ist, dass wir sagen, wir haben ein System der solidarischen Mindestsicherung. Das heißt, niemand soll unter 1200 Euro fallen, aber das wird bedarfsgeprüft. Das heißt, wer deutlich mehr Geld hat, braucht es nicht. Und wer deutlich weniger hat, darf nicht drunter fallen. Das war eigentlich, finde ich, für die Partei ein guter Kompromiss. Und wenn man die Menschen so fragt, was sie unter Grundeinkommen verstehen, dann verstehen sie oft genau das drunter. Dass nämlich die Leute nicht in die Armut unter das Existenzminimum fallen dürfen. Ob sie immer darunter verstehen, dass das jeder und jede bedingungslos kriegen soll, da habe ich meine Zweifel. Aber wie gesagt, in der Partei wird diese Frage kontrovers diskutiert. Ich glaube, das schmückt uns, dass da um Standpunkte gerungen wird. Solange da keine Klärung erfolgt ist, fahren wir gut damit, dass wir sagen, wir wollen keine Sanktionen, wir wollen kein unmenschliches System, wir wollen nicht Hartz IV, Armut per Gesetz, wo die Menschen mit deutlich weniger auskommen müssen und alles offenlegen müssen, oft sich entmündigen lassen müssen, sondern für uns gilt eine Grenze von 1200 Euro. Ja. Ja, wir werden für den Parteitag praktisch einen Antrag vorbereiten. Das ist praktisch ein Kompromiss zwischen den Gegnern des bedingungslosen Grundeinkommens. Wie gesagt, nicht des Grundeinkommens. Also da gibt es keine Differenz, dass wir ein Grundeinkommen brauchen, also quasi eine Mindestsicherung. Und den Befürwortern, und da haben wir gesagt, das wollen wir natürlich nicht im Bundestagswahlkampf reinziehen, sondern das wollen wir danach machen. Und damit haben sich alle einverstanden erklärt, auch die Initiatoren und dieses Mitgliederentscheids. Also es gibt noch zwei Fragen digital, beide von Anja Köhler von Deutsche Welle TV. Erstens, sind einheitliche Obergrenzen für private Feiern sinnvoll oder sind die regionalen Unterschiede so erheblich, dass flexible lokale Regelungen besser wären? Und die zweite Frage lautet, testen so viel es geht, war bisher die Devise. Jetzt scheint man an Kapazitätsgrenzen zu stoßen. Wie muss mit Blick auf den Herbst und einen möglichen Anstieg der Infektionszahlen die Teststrategie aussehen? Also zur ersten Frage, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie die Bundesregierung eine bundesweit einheitliche Regelung durchsetzen und vor allen Dingen kontrollieren will. Also das scheint mir nicht machbar zu sein. Und da scheint es eher logisch zu sein, dass man nach lokalen Bedingungen vorgeht. Ich bin aber sehr dafür, alles zu tun, damit wir verhindern, dass eine zweite Pandemiewelle ausbricht, also die ja schon ein bisschen im Anzug ist. Das wäre wirklich eine auch ökonomische und soziale Katastrophe. Und ich weiß nicht, wie man einfach so einen Lockdown wieder durchsetzen kann. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Bei den Tests habe ich ehrlich gesagt kein Verständnis, weil wenn man nicht die Leute in Quarantäne schicken will, dann muss man mehr testen. Und man müsste endlich diese Schnelltests, die ja auch billig sind und bequem gehen, die müsste man erlauben, auch wenn die nicht 100% sicher sind. Aber sie geben doch einen bestimmten Anhaltspunkt, weil das ist eigentlich die beste Alternative, zu dem, dass man wieder das öffentliche Leben nach unten
setzt. Also Tests bin ich unbedingt dafür. Ich weiß, jetzt wird so argumentiert, dass jetzt die Kapazitäten fehlen für bestimmte chemikalische Stoffe und für Reagenzgläser. Ich frage mich nur, was da das letzte halbe Jahr eigentlich gemacht wurde, um das nicht zu verbessern. Also das scheint mir ein Versäumnis zu sein. Aber wie gesagt, es gibt ja auch die Möglichkeit, diese Schnelltests zu erlauben, die bisher nicht erlaubt sind. Und die jeder zu Hause machen kann und jede. Vielen Dank. Ihnen allen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund. Tschüss.